فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Wir haben schon oftmals erwähnt, dass dieser Imam, Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Rahimullah, ist ein Salaf-Imam. Er ist der Weg der Salaf gefolgt. Er sagt nicht etwas von sich aus, außer er bringt Beweise. Und das ist die Schule des Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Erziehung mit Beweise. Erziehung mit Beweise. Und Sheikh al-Bani Rahimullah, der Imam in unserer Zeit, At-Tarbiya wa At-Tasfiya. Reinigung, Erziehung. Reinigung was? Schirk. Erziehung mit Tawhid. Reinigung was? Bida. Erziehung mit Sunnah. So war die Dauer von Sheikh al-Albani rahimahullah. Tarbiya wa Tasfiya. Yani Erziehung, beziehungsweise zuerst Reinigung. Du reinigst diese Person, du siehst seine Schwierigkeiten, seine Probleme, seine Defiziten. Und dann tust du ihn yani, erziehen. Erziehen was? Mit Koran und Sunnah. Jedoch ihn zu erziehen braucht Wissen. Und diese Sachen, was ihr heute angefangen zu, was ihr habt heute angefangen zu lernen oder schon vor 2 Wochen, das sind die Anfänge dieses Wissens. Man sollte sich nicht faul gegenüber diesen Sachen zeigen. Wenn man würde sein ganzes Leben dafür aufopfern, niemand hat das Recht, dich zu tadeln. Und Sheikh Uthaymin Rahimullah sagte, das Anfang des Wissensstreben ist eine eiserne Türe. Die erste Türe auf dem Weg des Talibul Ilm ist eiserne Türe aus Eisen. Wenn du diese eiserne Türe durchgebrochen hast, die restlichen Türen sind aus Holz. Denn was ist einfacher, sie aufzumachen? Deswegen am Anfang mag es sein, dass jemandem es richtig schwierig vorkommt. Er meint, das ist wie ein Berg auf seiner Schulter. Jedoch bleib daran. Und gebe nicht auf. Lass dich nicht austricksen vom Shaitan, meine Lieben. Bleib dran und investiere deine Zeit für das. Nicht nach Hause gehen und im YouTube schauen und was hat dieser gesagt und jener. Wir haben genug hier. Wir haben genug an Sunnah und Koran hier. Wir brauchen nicht andere Leute zu hören und uns zu beschäftigen mit denen. Wer will der Haq, ist hier der Haq. Du brauchst nicht dich zu beschäftigen mit anderen Sachen. Beschäftige mit diesen Auliyat. Diese yani, Sachen, die dir yani, Prioritäten sind für dich. Geh nach Hause und verschwende nicht deine Zeit. Lerne das ganze Woche. Ganze Woche trainieren. Bis deine Zunge eine arabische Zunge wird. Und das braucht Übungen. Und am Anfang kann sein, dass jemandem richtig schwer vorkommt. Jedoch aufgeben gibt es nicht. Nur weitermachen. Und wenn man sieht, was man in der Dunya, die ganzen Brüder hier geschafft haben, was für der Dunya, man konnte es. Jedoch wenn es geht um Religion, dann nach 2 Mal gibt man auf. Nein, bleibt dran. Und ich sage euch, und die Wahrheit sage ich es, dass so ein Lehrer wie Musa im Koran, das wünschen sich die Leute europaweit. Europaweit. Und das gibt es nicht mal vielleicht in Birmingham. Das so ein Lehrer zu bekommen, das ist eine riesige, gewaltige Gunst. Eine enorme Gunst, die gedankt werden sollte gegenüber Allah Ta'ala. Und dann zeigst du dich, yani, faul. Und willst du lieber ausschlafen und willst du lieber und so weiter. Nein. Nutze dieses aus, solange es möglich ist. Dann.